Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe endlich mal wieder die Zeit, was zu nähen und das werde ich jetzt auch tun. Und zwar brauche ich ein Sommerkleid. Und ich habe zwei Leinenstoffe bzw. Leinen-Viskose-Mix. Und zwar einmal in weiß und einmal in orange. Aber der weiße reicht zwar für ein Kleid, der orangene nicht. Aber ich möchte halt leider kein weißes Kleid, sondern mindestens ein bisschen orange da drin haben. Deshalb habe ich mir das da überlegt. Genau. Ich möchte nämlich hier oben so einen gesmokten Stoff machen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich blende es hier mal ein. Das ist, wenn man so ganz viele Gummi quasi mit reinnäht. Nicht Gummi, elastischen Faden. Und dann sitzt das eben sehr angenehm. Genau. Und dann möchte ich eben so Stufen machen, in denen ich den weißen Stoff verarbeite und aber auch den orangenen, weil da bleibt dann noch ein Rest übrig. Und die Träger werden dann auch aus dem weißen Stoff. Ja. Und damit fange ich direkt mal an. Ich habe damit angefangen, die Stoffe zu schneiden. Ich wollte ja das Top aus dem orangenen Stoff machen und dann einen Streifen weiß, einen Streifen orange und wieder einen Streifen weiß. Daher habe ich dann immer länger werdende Streifen sozusagen einfach ausgeschnitten. Genau, und die hatten dann eine Breite von 20 cm bis auf das Top. Das war natürlich dann ein bisschen breiter, ich glaube 30 cm. Genau, und das Top wollte ich gerne mit einem sogenannten Smoking-Stich so machen. Und ja, dafür habe ich erstmal den Stoff vernäht, weil man das danach dann nicht mehr so gut machen kann. Und dann braucht man einen elastischen Faden, also ich weiß nicht genau, wie sich das nennt, ob das ein Gummifaden heißt oder einfach wirklich elastischer Faden. Aber den wickelt man dann auf die Unterfadenspule auf. Und zwar relativ locker. Und ja, das ist halt irgendwie schon eine Frickelarbeit. Und dann dauert das Ganze auch noch ewig zu nähen, weil dieser Faden halt sehr schnell die kleine Spule auffüllt. Und man muss eben alle 10 Minuten einen neuen Faden aufwickeln. Aber egal. Dann stellt man diese Stichweite, oder wie das heißt, auf 3 und näht einfach. Und das hat dann eben zur Folge, dass der Unterfaden so ein bisschen gedehnt wird und dass der Stoff dann halt so schön wellig wird sozusagen. Das sieht man dann vor allem besser, wenn man schon ein paar Bahnen quasi genäht hat. Ja. Genau, hier sieht man dann so langsam, wie das danach aussieht. Wie ihr seht, das dauert wirklich ewig. Also das ist ein sehr, sehr mühsamer Prozess und man muss auch darauf achten, dass man genug Stoff nimmt. Also eigentlich mindestens 1,5-mal so breit, wie man, also so lang, wie man den eigentlich haben möchte. Das heißt, wenn mein Bauchumfang, keine Ahnung, 80 cm sind, dann muss ich mindestens nochmal 40 cm drauf rechnen, damit das eben passt. Ich habe da fast ein bisschen zu wenig genommen, aber am Ende hat es dann irgendwie doch ganz gut gepasst. Genau, so sieht das dann aus auf der Rückseite, ist so eine kleine Frickelarbeit und dann kann man es eben nicht mehr so gut vernähen, deshalb macht man das am besten vorher. Ich habe dann dieses Top quasi zu einer Röhre zusammengenäht und diese dann eben an den ersten Rock, ja, Teil, das erste Rockteil dran genäht, rechts auf rechts. Genau, und so sah das dann erstmal aus und dann habe ich die weiteren Stoffbahnen für die weiteren Rockteile dran gemacht. So, das ist, wie es jetzt momentan aussieht. Wie ihr seht, das hier ist irgendwie suboptimal. Da war das hier doch zu wenig Stoff, deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich diesen orangenen Streifen was höher setzen und dann vielleicht noch unten einen dran machen. Ja, aber bis auf das gefällt es mir soweit ganz gut. Ich glaube, ich lasse die Träger tatsächlich weg, weil ehrlich gesagt finde ich das so total schön. Also, ja, jetzt mache ich das noch und dann ist es fertig.
Ta-ta-ta-ta. So, hier haben wir das fertige Ergebnis. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mir ist eben aufgefallen, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Baustellen-Pone-Hütchen-Ding. Aber egal, es gefällt mir sehr gut. Ich finde, es sitzt sehr gut. Ich meine, der Rock könnte noch ein bisschen fluffiger sein, aber irgendwie hatte ich da halt jetzt auch kein Material mehr für. Ja, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden und die 3 Stunden, die dieses Top gebraucht hat, haben sich auf jeden Fall gelohnt. So, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Kleid haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!